Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of the Twilight Princess HD. Ja, wir waren hier stehen geblieben und ich würde mal vorschlagen, wir bekämpfen mal unseren Lehrmeister. Mal schauen, was er uns nochmal so zu sagen hat. Der legendäre Held. Hat er nur ein Auge? Ja, Tatsache, sich jetzt erst. Es ist gut, dich zu sehen. Du erinnerst schon etwas mehr an einem Helden als beim letzten Mal. Bist du bereit, für nächstes Mal meine okkulten Künste zu erlernen? Ja. So sei es denn. Aber zuvor zeig mir, ob du den Fangschuss beherrschst. Oh ja. Die Spinnen und ein paar Goblins, die ich in Eier gestochen habe, kenne ich nur zu gut. Sehr gut. Du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigenen gemacht. Wohlan, die zweite okkulte Kunst. Die Schildattacke. Erlerne sie und bringe sie dir wohl ein. Okkulte Kunst. Schildattacke. So geschickt du dein Schwert auch führst, schütze dein Gegner sich mit Schild und Schwerrüstungen, wirst du nichts ausrichten. In einer solchen Situation drücke ZR und presse das Schild gegen die Rüstung deines Gegners, um ihn zurückzudrängen. Visiere ihn mit ZL an und versuche, mich auf diese Art und Weise richtigen Moment zu Schildattack anzugreifen. So, also hier Bodyklatscher und zack. Genau, so ist es gut. Hast du Verteidigung, das ging erst überwunden. So kannst du ihn mit einem Schwert angreifen. Die Schildattacke kannst du auch verwenden, um Angriffe des Gegners zu kontern. Versuche mal magischen Angriffen mit einer... Ach, like a Gunner Style oder was? Na, kommt das jetzt? Ja. Genau, gut gemacht. Steuerte Wurfgeschosse auf deinen Gegner zurück, wenn sie versuchen, dich damit anzugreifen. Du hast also die zweite meiner kurzen Künste, die Schildattacke den meisten gelernt. Tja. Hätte damals schon der Held der Zeit einen Kampf gegen Gandalf das erste Mal diesen Tag gehabt. Och, da wäre noch lustiger gewesen. Jetzt bin ich bestimmt schnell weggedrückt, sorry. Ich dachte, er redet nur das Meiste. Ich glaube, er hat sowas gesagt gehabt wie: Der Umgang mit dem Schwert soll an mir geübt werden und so. Jetzt, ich muss das selbst nochmal in dem Spiel nochmal anschauen. Aber ihr könnt ja auf Pause drücken, was ich dann weggeschrieben habe. Ich dachte, der redet jetzt echt nur nicht nur mit dem Schwert in der Hand, soll es noch mir suchen. Aber anscheinend wohl doch nicht. Tut mir leid, mein Fehler. Oh Mann, jetzt habe ich vollständiges Gewissen, dass ich jetzt den, dass ich das jetzt nicht alles mitgekriegt habe. Scheiße. Leute, ich schreibe das mir auch extra, glaube ich, unter dem Video rein. Was er jetzt genau gesagt hat. Ah, genau. Ja, so mache ich das. Dann könnt ihr mal, dann ist unter meinem Video ein Kommentar, dann seht ihr, was er geschrieben hat, was er gesagt hat. So, einmal gehen wir nochmal hier kurz vor unser Haus. Weil da gibt es nämlich auch was, was wir noch holen können. Und was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier da unten? Wo ist meine Lampe? Da. So. Ja, der gute Link hat auch eine kleine Abstellung gemacht. Keller. Oh ja, sieht ja ganz okay aus, wie nur eine Lampe. Und da drinnen ist ein 50er. Links erspartend ist. Aber es liegt echt keine Lampe hier im Haus, das ist ein bisschen komisch. Mal schauen. Ja gut, wir haben das jetzt schon mal hinter uns. Ich krieg mal... Ich reite mit Depona. Die brauche ich eh noch, das gute Mädchen. Für zwei Sachen. Oh, zwei? Ne, eigentlich nur ein. Eigentlich nur eine, aber... Joa. Mit Depona einfach zu reiten, macht einfach Bock. Ich glaube, auf den Laden schaue ich nochmal später rein. Und ja, die Stimmung im Dorf ist natürlich jetzt sehr traurig.
weil sie ihre Kinder vermissen, ist ja auch klar. Link. Jo, sie die Kinder, sie sind am Leben. Sie leben also noch. Ach, was für ein Glück, bin ich ja so froh. Danke, Link, hast du mir wirklich gute Neuigkeiten. So, der weiß auch Bescheid. Noch mein paar hier die Kürbisse zerstören. Macht ja auch so einen Bock. Dann ihn noch. Link, du lebst also auch. Du glaubst ja gar nicht, wie gut das beruhigt. Ja, mit den Kindern weiß ich, wo die sind. Die sind Kakariko. Was, in Kakariko? Das ja nutzt, musst du vor dem Bürgermeister erzählen. Bin schon dabei. Was wir uns nochmal aufhören? Wir können doch eigentlich hier unseren, Dings. Ah, wie heißt denn nochmal? Sag mir jetzt mal unser Ziervater. Mal besuchen gehen. Link? Ich habe schon gehört, dass du wieder hier bist. Schön zu sehen, dass es dir gut geht. Ach, warte mal kurz. Scheiße, wir haben ja Schmerzen auf dem Rücken. Oh. Colin lebt. Colin ist also am Leben. Ja, er ist ja. Die Kinder sind also alle wohlauf. So ein Glück. Ich hatte die Hoffnung nie aufgegeben. Danke, Link. Vielen, vielen Dank. Du hast doch sicher noch allen gesagt. Du musst sie unbedingt allen erzählen. Ja. Sie scheint es noch nicht gemerkt zu haben. Aber Link... Oh, shit. Dieses Schwert... Ein Dämon hatte Miss Mo gestohlen. Und jetzt bringst du es zurück? Unglaublich. Bei dir ist sicher gut nachher, so als bei Alter ist einfach noch eine Weile. Vielleicht wird es dir auch noch nützen. Also Link, komm doch bald wieder und bring gute Neuigkeiten ins Dorf. Uff, Schwein gehabt. Ich dachte jetzt echt, die klauen mir Schwert. Ich wusste nicht mehr, was passiert ist damals. Oh, Schwein gehabt. Mega Schwein gehabt. Wo steht die Pona noch? Steht da hin rum? Ja, die steht da zwischen den Felsen rum. Ja, ich find's einfach geil, wie groß sie einfach ist. Link! Tatsächlich... Alter, was für Augen. Tatsächlich, Link. Also bist du noch am Leben. Aber was ist mit den Kleinen... Was ist mit deinen Kleinen? Achso, ich hab Kinder... Egal. Erzähl, was ist eigentlich in letzter Zeit hier passiert? Und mit dir passiert? Komm, komm erst mal rein. Dann sehen wir weiter. Verstehe, die Kinder sind also in Kakariko. Das ist eine gute Neuigkeit. Die anderen werden sicher auch beruhigt sein, wenn sie das hören. Alter, die Augen. Und Ila Hella ist doch auch sicher auch dort, oder? Nein, leider nicht. Aha, verstehe. So ist es also. Also gut, Ling. Und was wirst du jetzt tun? Das Dorf ist momentan viel unsicherer, um die Kinder hierher zurückzubringen. Es gibt nichts, irgendwas, was wir hier tun können, um dir zu helfen. Doch, eine Sache gibt's. Du könntest mir helfen, was mit den Goronen. Was? Du suchst einen Weg, die Goronen zu besiegen? Jo. Verstehe. Ich weiß ja auch, warum du hierher gekommen bist. Um mich zu sehen. Also gut. Ich kann dir das Geheimnis vertraten und versprich mir aber doch, auf keinen Fall weiter zu sagen. Jo. Verstanden. Und wirst du es auf keinen Fall verraten? Komm mit. Du weißt doch, wie man eine Ziege in den Knie zwingt, oder? Im Ringkampf funktioniert im Prinzip genauso. Soll ich es dir ganz genau erklären? Jo, mach mal lieber. Also gut, dann wollen wir mal beibringen, wie man Ringfigur macht. Zunächst einmal Ringkampf findest du Ringstart. Ja, so aus dem Ring weiß ich, erst greifst du den Gegner an. Welche Gegner ausschlägst du mit Hilfe von B? Okay. Nicht noch einmal hören, oder? Willst du es noch einmal hören? Nein. Also gut, fangen wir an. Den soll ich aus dem Ring hauen? Und da sind wir. Der Sixpack-artige Link. An alle Frauen. Deswegen höre ich das auch bei meisten Frauen, glaube ich. Dass die auch Twilight Princess geil finden, weil einfach Link hier oben ohne ist. Ich verstehe euch schon, Link. Ups. Nein. Du lässt mich hier holen. Nein, du Spetti, du. Einmal Schlag in die Fresse und da geht es auch schon ab. Komm hier, du Specksau. Scheiß auf Bürgermeister sein. Tschüss. Geht doch.
Es ist eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal gesehen habe, aber du scheinst immer noch gut in Form zu sein. Hab ich das schon öfters gemacht? Na gut, diesmal werde ich es dir nicht so leicht machen. Greif an, als hättest du einen Groden vor dir. Oh, bitte nicht von hinten zeigen. Alter, meine Augen. Oh, zack, hab dich. Komm her, greif an. Komm her, du Sp... Aua! Nein, du sollst doch nicht mich angreifen! Du sollst doch nicht mich angreifen! Oh! Und einmal einen Schläger in den Friesen! Ja, ich bin ausgewichen! Nein! Lass mich... Boah! Das geht ab, das ist wirklich schwer! Und zack! Komm! Ich bin neuer Held, dann lass ich mich doch nicht von so einem Speckschwarte wie dir. Du bist ja richtig gut. Ich hätte nicht gedacht gehabt, dass du mich so leicht aus dem Ring schiebst. Aber versprochen ist versprochen. Also werde ich dir auch das Geheimnis verraten, wie du einen Goron besiegen kannst. Du bist wirklich richtig stark geworden, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, Link. Aber das wird leider noch nicht reichen, um einen richtigen Goron-Ring zu besiegen. Das Geheimnis des Sieges über einen Goron befindet sich in dieser Truhe. Na los, mach's ruhig auf. Alles klar. Du hältst die Eisenstiefel. Mit Stiefeln wirst du so schwer, dass selbst ein Gorone dich nicht umhaut. Jawohl. Du siehst, sind diese Stiefel so lieben Eisen. Wenn du sie trägst, wird auch ein Gorone dich nicht so leicht umhauen können. Zieh sie unbedingt an. Erzähl aber keinen davon. Vor allem Leonard darf da unter keinen Umständen das davon erfahren, klar? Ach, so wie es aussieht, sind die beiden wohl alte Freunde. Ich schaue mich das natürlich nochmal hier schon um. Ich denke mal, hier pennt der Vater. Und nicht auch hier Leila im Haus? Komm, Link, geh mal. Wo ist der Kleiderschrank? Durchwühl mal alles. Ach, der hat aber echt ein schönes Bett. Was ist das Kopfkissen denn? Ist das da unter? Was ist das? Kann ich irgendwie gucken? Bisschen Lucky-Lucky machen? Ja, wenn das Leilas Zimmer ist, sieht ganz nett aus eigentlich. Oh. Aber ich weiß nicht, wo die Kommode ist. Schade. Ey, ich habe eine richtige Küche hier. Link, wo ist deine Küche? Hast du auch so eine geile Küche? Hast du wahrscheinlich nicht, ne? Bist Junggeselle, da kocht man nicht, da schiebt man eine Pizza in den Ofen rein. Ja, ja. So, ich laufe wieder eine Scheiße hier von der Erde. Ach, ist das wieder herrlich. So, wenn ich mich richtig erinnere, konnten wir hier noch ein Herzteil abstauben. Indem wir hier unserem Kumpel hier helfen mit den Ziegen. Hallo, meine Freunde. Ich bin wieder da. Wo ist der Typ eigentlich? Da hinten ganz. Link. Jo, alles gut. Ist es alles wahr? Die Kinder sind sicher, als wir ausgehen, Kakariko? Na, darüber muss ich wohl erst in Gedanken machen. Du bist eigentlich ein toller Kerl. Ich stelle mir gerade vor, wo sie alle gefreut haben müssen. Ja, brauchst du jetzt Hilfe? Ich bin immer überrascht. Überlässt die Ziegen nur mir. Ich hatte schon... Hä, ich dachte echt, ich kann jetzt schon... Oh, muss ich mit dem Pony jetzt sein? Ich probiere es nochmal eben kurz. Ja, so, das ist meine Jenna. Rammt da die Ziege einfach erstmal weg. Sehr schön. So. Ach, Link und Jenna hast du auch gleich mitgebracht. Also, wie sieht es aus? Lust auf eine lange Zeit mal wieder die Ziegen im Stall zu treiben? Nein. Deshalb bist du nun fertig. Ja, klar, machen wir mal eben. Start. Was ist los, Link? Nein. Ich will nur nicht mit dir quatschen. Was stehst du auch da rum? Komm schon, meine Freunde. Ja, komm, schneller. Du dumme Ziege. Epona. Na, oh, wo rennt ihr denn?
Ja, ramm den Typen hier oben. Das kannst du bei mir gerne machen. Ist mir scheißegal. Geht doch. Ich hoffe, 42 Sekunden ist eine gute Zeit und muss mir das in 30 Sekunden schaffen. Ich weiß es ja nicht mehr. Wunderbar, Link. Eine tolle Zeit. Danke für das Schnellfeld erst sonst. Also, Daimelon und Kia. Yes, ein neues Herz. Sehr schön. Alles klar. Dann noch einen schönen Feierabend wünsche ich dir. Ach ja, das wollte ich euch noch zeigen. Guck mal. Kommen wir da rein mit dem Pony? Nee, kommen wir natürlich nicht. Guck mal, wer da in der Ecke hockt. Der Postbote, DHL macht sich im Stall einen geilen Tag. Dieser Brief ist ja völlig unleserlich. Da kann man ja noch nicht die Ziegen verfüttern. Du verfütterst die Briefe an die Ziegen. Jetzt verstehe ich einiges, Deutsche Post und DHL. Jetzt verstehe ich einiges. Jenna, Hilfe Gott. So. Das erklärt so einiges. Warum die Briefe, die ankommen, oder warum die Wehren ankommen. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich. Wir können auch mit Epona schießen, während wir auf sie reiten. Mit Epona schießen ist auch so ein Wort. Epona Launcher! Oh. Nette Bienen, süße Bienen, ganz, ganz brave Bienen. Los, Epona! Lass mich. Ich hoffe, ihr seid glücklich, ihr Missviecher. So, ich will jetzt nochmal eben kurz was holen gehen. Ah, hier. Link. Achso, ich muss ja auch Bescheid. Geht's gut? Ja, mein Glück. Ja, deine kleine komische Tochter, geht's gut? Da sind alle Kakariko, die sagen auch alles nur selber, sind nur auf. Ich nehme mal eine Milch. So. 10 Rubine und dafür kommt jetzt 2x3 Herzen auf, 106 Herzen insgesamt. Ist ganz gut. Können wir gut gebrauchen. Wo ist denn jetzt Epona? Da. Da ist die Jenna. Ja, ich wechsle mal hin und her. Ich als alter Zelda-Fanatiker nenne natürlich immer Epona Jenna. Epona, aber hier habe ich sie ja, weil Jenna sich jetzt gewünscht hat. Sie Jenna genannt und ja. Was tun wir nicht alles? Da fällt mir was ein, ich wollte was ausprobieren. Weil ich das gerade gar nicht weiß. Ich mache jetzt mal einmal nochmal kurz die Eisenstiefel. Wo sind sie denn hier? Nee, hier war es nicht, hier war es nicht. Aber ich bin geil, das ist schon mal etwas. Einmal hier lang. Na los, Epona. Ab mit den Sporen. Nur eine Sache, die ich gerne mal nachgucken will. Nein, lass das. Böses Pferd. Hier. Ob da unten was ist, ich glaube zwar erst nicht, aber ich kann mich gleich daran erinnern, dass man hier unter Wasser gehen kann. Ist hier was? Nee, scheint nicht zu sein. Schade. Ja, aber sehr schön hier, muss ich ja sagen. Gut, gehen wir mal wieder zurück. Mir fällt gerade so ein, ich hoffe, ich habe wirklich nichts im Waldtempel vergessen. Sonst hätte ich ein Problem, wenn da nämlich noch ein Stempel war. Weil die möchte ich nämlich auch alle finden. Aber ich glaube, ich habe da bestimmt einen vergessen, oder? Soll ich da nochmal kurz reingehen und gucken? Ja, wisst ihr was, Leute, komm. Ich gehe nochmal kurz... Ach, komme ich da überhaupt hin? Ich glaube, ich komme da gar nicht mehr hin, ne? Oh, ist der Giftnebel jetzt weg? Egal, machen wir ein anderes Mal. Weil ich jetzt gar nicht weiß, ob Gift nicht mehr weg ist. Ist ja auch egal, so.
Dann reiten wir mal ein bisschen nochmal durch die Nacht und Wind. So. Ich glaube, ich beeile mich mal lieber. Weil ich möchte euch noch, möchte jetzt noch gerne mich auf den Weg machen zum Todesberg in dieser Folge. Komm mit Puna. Ah, sind wir auch schon gleich da. Und tschüss. Oh Mist. Na los. Schneller, Jenna. Hops. Ja, mit den Ponas ist doch schon einiges leichter, hier zu kommen. Das ist doch scheiße. Das ist doch der Typ, der uns niedergeschlagen hat und die Leila und Colin entführt haben. Die steht da rum wie angewurzelt. Herrgott, beweg dich. Er hat Colin. Burns, du bist ein Lappen. Dieses Arschloch, lass sie sofort wieder frei. Der kann gleich sein Todesurteil unterschreiben. Der hat jetzt Link richtig sauer gemacht. Und ich würde niemals mich mit einem sauren Link anlegen. Der bleibt schön hier. So, die Speckschwarte kriegt jetzt ordentlich was. So für der Sau. Ja, geil, Pfeil und Bogen, sehr geil. Du bleibst schön hier. Ich speichere nochmal. Kann ich den gar speichern? Ich speichere nochmal vorher. Sicher, sicher. Oder bald. Link bald schreien. So, hier speichere ich nochmal kurz. Spielstein fortsetzen? Ja. Du mieser Mistkerl, bleib hier. Los, Epona! Noch ein kleines bisschen mehr. Los, Jenna, gib Gas! Boah! Ihr habt einen miesen... Scheiße! Ah. Oh, die schießen mich auf jeden Fall im Bogen ab. Hau ab! Und du auch, Lappen! Einer ist noch hinter uns her. Ach, scheiße, ich muss aus der Schussbahn raus. Aber ich komme auch immer wieder. Komm ein, komm, Boost, ich brauch Boost! Haut ab jetzt! Komm, Wirbelattacke!
Ja, jetzt habe ich dich, du miese Sau. Mist, jetzt haben die mich abgedrängt. So, mal ab hier. Du kommst mir nicht, du mieser Dreckskerl. Hat er das Bewusstsein verloren? Nein. Na, warte, Freund, hier mit dir bin ich noch nicht fertig. Du mieser, mieser Dreckskerl. Ich hoffe, ich krieg's noch hin. Früher hatte ich... Ich muss mal gucken, wie das aussieht. Nein! Ah, scheiße. Wie ging das nochmal? Bitte, was? Wie viel zieht er mir ab? Zwei Herzen? Scheiße. Man muss wirklich im letzten Moment ausweichen und ich muss eine Wirbelattacke irgendwie vorbereiten. Kurzen Schluck trinken. Das ist der Modus, Freunde. Die haben mir sogar drei Herzen abgezogen, die Sau. Oh, nein! Jetzt bin ich jetzt halt vergessen auszuweichen, verdammter Mist. Nee, zwei, okay. Ich war früher schon nicht gut drin. Ach, scheiße. Ich muss den Wirbelattack irgendwie hinkriegen. Ja, Mist. Das kommt schon. Wie ging das nochmal? Ich bin da echt ein Lappen in der Hinsicht. Gut, dass ich den Milch geholt habe. Oh, das ist so... Och, was mache ich denn falsch? Hab ihn! Scheiße, der hat mehrere Treffer aus. Hab ihn, Wirbelattacke! Du, du fette Qualle, du. Geh in die Hülle, und stopp einfach, ey. Boy. Oh, ich bin froh, dass ich hier nicht down gegangen bin. Ich musste zwar die Milch schlürfen, aber ich war schon früher wirklich grotte hier drinne. Aber dieses Bild einfach nur episch. Ich muss jetzt nicht sagen, einfach nur episch. Link. Und die anderen. Guck mal, die hat sogar eine Puppe auf dem Rücken. Dann ist ja gut. Betty. Ach, Betty heißt sie. Entschuldige, ich wollte dich nicht schubsen. Ich hab sie jetzt endlich verstanden. Papa hat immer gesagt gehabt, ich soll ein starker Mann werden, so wie du, Link. Es geht aber nicht nur um Kraft, sondern auch um Mut. Link, du hast mich gerettet, oder? Unglaublich. Link, könntest du sicher auch die Kronen in ihrer Mine helfen, oder? Ja klar, können wir das.
Ich glaube, beim Priester ist er gut zu retten. Wir wissen, wo es als nächstes hingeht. Wir müssen die Goron helfen. Und ebenso auch mit auch Kakariko. Puh, aber er ist eigentlich diese Fettschwabbeltypen besiegt haben. Endlich. Jetzt noch immer ein erfrischendes Bad hier drinnen nehmen. Füllen sich die Herzen auf. Ja, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dass ich mich ein bisschen blöd angestellt habe. Tut mir leid. Ich weiß immer, dass ich den letzten Moment eigentlich den treffen muss, aber ja. Ich hatte jetzt ein paar Folgen gehabt. Ich war früher als Kind, war ich da wirklich schon nicht gut drinne. Ich war auch schon jetzt im etwas älteren Alter, war ich da schon nicht gut drinne. Jetzt noch zudem noch mit dem Let's Play drauf zu konzentrieren, das ist auch noch so mal so eine Sache. Und dann zudem auch noch den Heldenmodus, weil ihr habt ja gesehen, hat er mich einmal runtergehauen, hat er mir zwei Herzen abgezogen. Das ist dann schon noch zusätzlich mehr Druck, wisst ihr? Und naja, wäre aber auch ein bisschen peinlich gewesen, wenn ich jetzt schon gestorben wäre. Moment, was ist denn das? Gemischtwarenladen, Waren ist täglich im Darfst und Brauchst waren. Warum ist da so ein komisches Gesicht drauf? Hat der jetzt wieder offen? Das wäre ziemlich cool. Tatsache! Leute! Hey! Das ist doch keine Selbstbedienung hier! Das ist sehr wertvolle Waren. Wenn du etwas davon brauchst, bezahl dafür. Ich habe diesen Bankrottenladen hier übernommen. Du sollst auch etwas kaufen. Lass mich raten, wahrscheinlich hast du einfach nur in den leerstehenden Laden bist du einfach reingegangen und hast ihn geholt oder was. Helia-Schild, sehr schön. Moment, da stehen dazu. Eingeschränkte Verfügbarkeit. Wenn du ihn jetzt nicht kaufst, ja. Den holen wir natürlich uns. Der gehört zu Zelda wie Faust aufs Auge. Was wir legen unter den Helia-Schild. Deswegen holen wir uns das. Ein rotes Elixier wäre auch noch geil. So. Nee. Ich muss mal kurz Y. Was Y? Nein. Nein, das wäre Karte. Ja. So, und damit haben wir auch unsere Ausrüstung komplett. Wie gesagt, ich habe schon mal erwähnt gehabt, ich werde jetzt das ganze Spiel mit dem Odon-Schwert zocken. Weil ihr seht, hier hätten wir auch noch schon ein Schwert kriegen können. Und ihr wisst ja, bekanntlichermaßen gibt es ja auch... Nee. Ist da eins? Was haben wir denn hier? Also ich habe da zwei, okay. Wie ihr wisst, alle, die da zocken, oder mal gespielt haben, die wissen eigentlich, welches das zweite Schwert ist. Meistens. Und deswegen, ja. Aber ich will mit dem nicht zocken. Ich will echt mit dem Odon-Schwert zocken. Ist schwieriger, ist man nicht so viel Schaden wie das letzte Schwert, was man kriegt. Zudem auch ist auch nicht so lang, also nicht so große Reichweite. Aber ich will mir das Spiel auch ein bisschen kniffliger machen. Und jetzt haben wir das gute Helia-Schild. Das ist auch für Feuerresistenz. Wir haben ja eben nur ein Holzschild gehabt. Das hier ist aus massivem Eisen. Das kann nicht verbrennen. Und ja, Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.